Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 15. August 2019. Heute ist Vollmond exakt um 13.29 Uhr und das bedeutet, die beiden Lichter, Sonne und Mond, stehen gegenüber. Mond hat kein eigenes Licht. Mond bekommt die Licht von der Sonne und wenn sie gegenüber sind, dann kann die Sonne ganz und voll beleuchten und für uns ist es auch sichtbar. Mond reflektiert das und wir erleben das als Vollmond. Etwas wird beleuchtet und das sollen wir genau anschauen. Und hier bei dem heutigen Vollmond bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement, also wir brauchen mehr Leichtigkeit. Außerdem eine gewisse Überblick von etwas, ein Weitblick. Die Zeit vorausdenkende Wassermann-Energie. Das heißt, wir sollen etwas planen, was wir erreichen möchten. Aber es wird auch was gespiegelt. Und das ist die Sonne und Venus-Konjunktion. Und das bedeutet, Sonne und Venus stehen zusammen in der Tierkreiszeichen Löwe. Und sie wirken auch zusammen. Und das ist diese Venus-Energie, was auch sehr wirksam ist. Das ist eine weibliche Energie, symbolisiert uns Frauen. Aber Venus bedeutet auch Kunst, Kreativität, Ästhetik, Harmonie und Schönheit. Alles, was schön und angenehm ist, gehört in diesem Bereich. Und Venus ist Aphrodite, die Liebesgöttin. Also Thema Liebe, Partnerschaft ist auch sehr, sehr wichtig. Abgesehen davon, dass bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf und im selben Zeit geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Wassermann. Und hier befindet sich Deszendent, ein Tor zur Liebe, Partnerschaft. Und genau hier ist die Mondenergie. Also das wird auch gespiegelt. Thema Liebe, Partnerschaft ist sehr groß geschrieben. Ich habe gestern erwähnt, dass diese Sonne-Venus-Konjunktion bekommt einen Einfluss von einem rückläufigen Pluto. Und das ist diese grüne Linie, das nennt man Quinkungsaspekt und das macht uns immer unsicher. Und bei Pluto-Themen löst auch Loslassen, von etwas trennen, von etwas verabschieden. Das ist eine Thematik, was uns unsicher macht. Wir neigen auch dazu, das zu verneinen und versuchen, etwas doch festzuhalten. Diese Verbindung löst sich. Erstens ist Pluto rückläufig, Sonne ist immer vorwärts bewegend und Venus ist auch vorwärts bewegend. Das heißt, hier kommt eine gewisse Entfernung. Dieser Aspekt löst sich wieder auf. Diese Thematik lässt nach. Was war das genau? Loslassen, verabschieden, trennen, kündigen. Also das wird dann auch etwas leichter. Was uns aber eine Herausforderung bringt, das wird noch kommen. Das ist ein Merkur-Uranus-Quadrat, was schon spürbar ist. Es ist noch nicht exakt, aber die Energie wirkt jetzt schon. Und das ist ein unangenehmes Gespräch. Eine Nachricht, was uns herausfordert.
Dann haben wir nochmal eine Verbindung, was auch nähert, noch nicht so weit. Aber diese Annäherung ist da, zwar zwischen einem rückläufigen Neptun und ein vorwärts bewegender Jupiter. Jupiter im Schütze, Neptun in Tierkreiszeichen Fischen, bilden sie bald auch ein Quadrat, auch eine Herausforderung. Das sind Enttäuschungen, Ungerechtigkeiten oder Verlust in eine rechtliche Lage, was wir als ungerecht dann auch empfinden, weil das ist diese Enttäuschung, was Neptun hier auch zeigt. Aber gibt es auch was Angenehmes und das ist ein Halbsextil zwischen Jupiter und einem rückläufigen Saturn. Das Saturn mischt sich in diese Angelegenheit an und wir bekommen die Chancen, Möglichkeiten, unserem Recht zu bekommen oder in diesem rechtlichen Lage Ordnung zu bringen. Dann haben wir ein Halbsextil zwischen ein rückläufiger Pluto und Mond. Und es handelt sich um unsere Gefühlen, dieses Loslassen, dass wir gerade dieses Gefühl bekommen, es geht viel, viel leichter von etwas zum Verabschieden. Oder haben wir mehr Leichtigkeit, einen gewissen Freiraum. Das ist auch angenehm. Was noch angenehm ist, das ist auch ein Halbsextil zwischen Mond und Neptun. Da sind zwar noch Erinnerungen da, was uns herausfordert und kommen die Enttäuschungen, aber auch Heilung, weil es gibt viele Dinge, was uns dann doch begeistert und können wir unserem Träume leben und das zeigt hier diese Neptun-Energie und das ist spürbar, weil das wirkt auf die heutigen Mondbewegung. Mond bewegt sich relativ schnell und nähert sich zum Schwarzmond. Das ist sichtbar in diesem Horoskop. Sieht aus wie Mond, aber so blaue Farbe hat das. Und das hat mit Schwarzmagie oder was Böses überhaupt nichts zu tun. Diese Lilith-Energie oder Schwarzmond ist ein Schnittpunkt im Himmel und Mond erreicht bald diesen Schnittpunkt, kommt in Begegnung zu diesem Lilith-Energie und es wird morgen sein. Und löst etwas aus in uns. Und das sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Manchmal wirkt das so, dass wir das nicht wahrhaben wollen und davonlaufen von unseren eigenen Gefühlen. Aber diesmal ist es ganz nah und entsteht dann morgen dieses Gefühl, all das, was wir wünschen, unsere Sehnsüchte, geht zum Erfüllung. Es ist eine gewisse Vertrauen dann da. Und diese Energie nähert sich, wie ich schon sagte, das wird morgen spürbar sein. Und das war mein Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.